Hi ihr Lieben, ich bin's wieder, der Flo. Nach jedem Grill-Event steht ja leider auch immer eine nervige Arbeit an, den Grill reinigen. In diesem Video zeige ich euch, wie es schnell und vor allem einfach geht. Das Grillvergnügen ist vorbei. Zeit also, den Grill zu reinigen. Zunächst solltet ihr einmal den Grill von außen von Schmutz befreien. Mit warmem Wasser und etwas Spülmittel sind die meisten Fettspritzer leicht zu entfernen. Verwendet dafür einen Schwamm oder ein Tuch. Man kann bei leichteren Verschmutzungen auch einen Reinigungsschwamm verwenden. Diesen einfach in lauwarmes Wasser tunken und das Gehäuse reinigen. War der Grill längere Zeit draußen, könnt ihr hiermit auch Blütenstaub, Vogelkot, Pollen und Co. gut abbekommen. Am meisten verdreckt ist ja zumeist der Grillrost. Und damit beim nächsten Grillen nicht die verkohlten Reste von der letzten Grillfeier am Grillgut kleben bleiben, ist wichtig, dass dieser immer ordentlich gereinigt wird. Die beste und schnellste Methode ist hierbei das Ausbrennen. Das hat den Vorteil, dass du nicht nur ganz ohne Wasser und Chemie auskommst, sondern gleichzeitig auch der gesamte Grillinnenraum sauber wird. Diese Reinigungsmethode durch Hitze funktioniert jedoch nur bei Grills mit Deckel. Insbesondere, wenn du aber stolzer Besitzer eines Grillrosts aus Gusseisen bist, ist das sogar die einzig wahre Methode, diesen zu reinigen und lange schön zu halten. Denn Wasser würde hier in das Material einziehen und langfristig zu Rost führen. Wenn du einen Grillrost aus Edelstahl hast, gibt es aber einige andere Möglichkeiten. Die besten Hacks haben wir hier in unserem Magazinbeitrag zusammengefasst. Wie das Grillreinigen durch Ausbrennen funktioniert, zeige ich euch jetzt. Den Grill auf volle Leistung stellen und den Deckel des Grills schließen. Durch die hohen Temperaturen beginnen Schmutzablagerungen und Fettreste im Grill zu verbrennen. Jetzt den Deckel öffnen und prüfen, ob sämtliche Rückstände verkohlt sind. Danach den Grill ausschalten und die verkohlten Rückstände mit einer langstieligen Grillbürste entfernen. Weitere Grillvideos von uns findest du hier.